So, und herzlich willkommen zu Folge, Aufnahme 4, Folge 4, ja, Folge 4 von Project Brutality, Spaß, nein, Project, Projekt hört frei. Ja, das Laden von dem Server geht dort immer ewig, ey. Ach Gott. Ich ansonsten müsste mal sagen, also wie gesagt, jetzt erstmal die 5 Aufnahmen, also die 5 Folgen, ist jetzt erstmal für das komplett out of order. Das wird auch erstmal nicht fortgesetzt. Also danach, ab nächster Woche kommt dann wieder ganz normal Doom. Aber, wie gesagt, der Server ist ja jetzt erstmal in der Aufbauphase. Das heißt also, ich werde überlegen, später, irgendwann mal, wenn dann der Server wirklich wieder öffentlich erreichbar ist, halt also wieder ein bisschen aktiver ist und auch ein bisschen weiter fortgeschritten ist, was so das Vorhandensein und das Zusammenpassen von Mods angeht. Und vor allen Dingen halt auch die Aufbaugeschwindigkeit des Hochfahrens. Dann können wir vielleicht irgendwann mal nochmal weiterspielen. Allerdings werde ich dann ich werde hier natürlich weiterarbeiten. Heißt also, das Konto werden wir dann nicht mehr nutzen später. Sondern da werde ich dann wieder hier mein Ronix-Konto verwenden. Aber das, wie gesagt, erst wenn wir dann später irgendwann mal hier weiterspielen sollten. Aktiv. Das heißt also, ja, das ist soweit erstmal offen. Ja, hier kriegst du auch was. Arschloch. Lass dich mal hinsetzen, ey. Der war eine Knall. So, okay. Wir wollten Haus bauen, was nicht geht, weil die Dinger immer noch nicht gewachsen sind. Okay. Dann andere Strategie. Wir haben unsere Spitzhacke. Dann gehe ich jetzt mal dahin, wo ich auch die anderen Holzdinger da gefällt hatte. Und zwar da hinten. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, kommen wir hier irgendwie auf den Berg rauf oder muss ich echt wieder übers Wasser gehen? Das wäre nämlich echt eine Pest. Aber ich glaube, ich kann die Engine austricksen. Ja, wir können über hier rüber gehen. Dann gehe ich erstmal hier rauf und dann können wir... Okay, doch nicht. Mann, ich dachte, ich kann die Engine voll überlisten und so. Doch, kann ich. Ha! Easy. Digga, ich bin voller Hacker. Ja, Mann. Krass. Bin ich voll der Pro-Gamer. Hab ich Engine ausgetrickst, Digga. No clip. Quasi. Ja, hier ganz, ganz grandios. Einfach eine fliegende Kiste irgendwo. Vom Admin. Überhaupt nicht abgehoben. Kackstift. Also ich, wenn ich hier Admin wäre, ne, hätte das Ding schon längst weggemacht. Also Kackstifte direkt am Spawn. Achso, wir sind ja hier gar nicht am Spawn. Ich schon wieder. Hier ist zwar die Hütte vom Admin, aber der Spawnpunkt ist ja ganz woanders. So, hier haben wir wenigstens ein bisschen Holz. Bei uns wächst irgendwie gar nichts. Das scheiß Feld wächst nicht, obwohl es dunkel geworden ist. Heißt also, es hat definitiv Wasser. Ja. Und die Bäume jetzt wachsen auch nicht, obwohl es hell ist. Oder ich habe einfach zu kurz gewartet. Kann natürlich auch sein, aber irgendwie ist diese Map hier sehr zwie... Es wird schon wieder dunkel. Sehr zwiegespalten. Also Ressourcen, also hier im Boden das Zeug da, Kohle und so, gibt es hier en masse, aber alles andere irgendwie ist hier gerade nicht so prickelnd. Naja, dann müssen wir halt hier den Wald zerstören. Ja? Können wir später wieder hochforsten. Beziehungsweise vielleicht gibt es hier auch Mods, also Moderatoren, die praktisch das als Job haben, hier wieder Sachen hochzuforsten. Fleisch, ich habe Fleisch gesehen. Fleisch! Ne, lassen wir da liegen. Wäre natürlich nice, wenn es sowas gibt wie Förster. Okay, das sind Gleise, die einfach als U angeordnet sind für U-Bahn. Ist quasi die Referenzimplementierung einer U-Bahn. So,
Jetzt haben wir wieder ein bisschen Holz. Ich hoffe mal, das reicht. Wir haben 43 Holz. Nee, das reicht nicht. Ich klopfe hier noch ein bisschen Bäume, ne? Kann nicht schaden. Tja, denn kriegen wir wahrscheinlich tatsächlich innerhalb dieser 5 Folgen vielleicht so mein erstes Haus grundlegend erstmal fertig. Das ist natürlich nice. Und ich habe mir überlegt, wir haben ja noch was von diesem Dschungelholz, da haben wir auch noch eine ganze Menge. Wir können nämlich das Dschungelholz dann verwenden fürs Dach. Das ist doch mal die sneaky Idee, dann haben wir doch ein bisschen farbliche Abhebung. Obwohl, ganz ehrlich, dafür passt diese dunkle Farbe. Wie Arsch auf der Eimer. So, gut, wir haben mittlerweile echt genug Holz. Nee, haben wir nicht. Also wir haben 2 Sektoren, heißt also, wir haben eine Länge von 9. Wir brauchen also für die beiden Seiten alleine schon 20. Doch, dann reicht das aus. Easy. No problemo. Die spawnt immer noch nicht. Doch, jetzt, die spawnt. Okay. Dachte gerade schon, was ist hier los? Gut, dann hacken wir noch mal die Bäume hier ab, damit das Zeug hier oben auch despawnt, damit sie nicht so hässliche Kacke in der Luft hängt. Und dann gehen wir mal wieder nach Hause. Dann haben wir hier die Umwelt genug verschandelt. Ich komme quasi direkt von der Klimakonferenz. Und wer einmal Donald Trump zugehört hat, der holzt freiwillig den gesamten Restbestand des Waldes ab. Einfach damit das Ende, das kommt, schneller kommt und man weniger erleben muss. Ach, ist da noch ein Baum? Ach komm, leck mich. Feierabend. Okay, wir sind zu Hause. Klar, jetzt wo ich Holz habe, hier leckt mich, Alter, weckt hier alles. Mann, ey. Die ist doch ja, nee. Danke, danke. Aber das hier wächst immer noch nicht. Arschlöcher. So, sind wir wieder Blätter, war da klar. Gut, okay, wir haben Holz vor der Hütte. Das heißt, wir können jetzt zuallererst, wir brauchen hier jeweils 8. 12. Also 3. Ja, genau. 6 mal 3, 18 brauchen wir. Nein. Alleine hierfür brauchen wir schon 18. Für unsere Holzdinger, die wir denn hier so als supermodernes U anlegen. Ach, leck mich doch. Fett. Auf den Plattenteller. Da planscht ein Tier rum, ertränkt es. Es darf nicht leben. So, jetzt können wir hier nämlich. So. Wo ist das Holz? Da ist das Holz. Na komm, na komm. Och Mann, Alter, ist das traurig. So. Habe ich hier natürlich wieder verkackt. Hä, nee. Doch. Nein, jetzt habe ich verkackt. Ach, Mann. So. Fuck the shit off. Mach ich jetzt mal die Dinger hier. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir. Hey, ich will doch noch alles. Auf was mache ich denn hier schon wieder für eine Scheiße? Mann, ey. Oh. Du kleiner, durchgerammeltes Karnickel. You in die App. Ich werde euch alle töten. Ich werde euch alle sowas von töten. Och komm. Das gibt's doch gar nicht. Da kriegst du echt Lust auf mehr. So.
Na komm jetzt. Jetzt kommst du nach da. Du kommst nach da. Du kommst darauf. Das war falsch. Doch, war richtig. So, das hätten wir. Hier darf ich noch nichts zu bauen, sonst komme ich hier nicht mal hoch. Okay, dann können wir nämlich jetzt die Bretter, die Holzleisten hier langlegen. Und dann können wir endlich darauf unser Dach befestigen. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich die Dinger befestigen. Achso, doch. Ich kann ja hier wieder unsere Schleichtaste benutzen. Hier geht das ja, da wir hier nicht diesen Invisibility-Mod drauf haben, was mir jede Nacht den Schlaf raubt. Okay, komm, machen wir so. So, jetzt Schleich. Jetzt wird spannend. Jetzt kommt das Ding da. Das hat nicht geklappt. Muss aber auch nicht. Den Rest können wir jetzt. Das habe ich verkackt. Ach, jetzt kann ich da nicht drauf springen. Alter, ich krieg keine Macke. Ach, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch. Einmal außen drum herum. Nein, du sollst. Nee, ich fick dich. So, 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 meine Güte. So, so, meine Güte. So, 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 so. Och nein. Och nein. Oh, das wird eine schwere Zeit. Oh, das wird hardcore. Oh, das ist hardcore. Ach, leck mich doch. Ey, das ist wieder so typisch hier. Das geht auch nicht. Mit Q-Taste gedrückt halten. Ich will sterben. Okay, so geht's. Gut, jetzt kommst du ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Gott. Okay. Das ging ja relativ gut. Warum ist jetzt hier so ein Ding drauf? Man weiß es nicht. Ach ja, um das erste Ding da zu befestigen. So, jetzt hier nochmal genau das gleiche. Wenn ich jetzt hier runterfalle, tut's. Na, nee, es geht. Es wird schon wieder dunkel. Es wird schon wieder dunkel. Ich glaub das nicht. So, jetzt kommst du ab. Kommst du da ran? Da kommst du ab. Ach Gott, nee. Aber es sieht tatsächlich so aus, als wenn wir das Haus jetzt soweit echt fertig bekommen. Das wird zwar extrem kompaktbauweise, das Haus, aber wie gesagt, ist halt nicht allzu viel Stellfläche. Ich meine, gut, wir können das Haus tatsächlich sogar breiter bauen, weil da unten das Feld, das funktioniert ja sowieso nicht. Aber dafür ist es jetzt einfach zu spät. Jetzt nochmal das Haus verbreitern, könnten wir es vielleicht abreißen und nochmal neu bauen. Das bringt jetzt ohne nichts mehr. Auch nichts mehr. Digga, wie viele Kartons hat er da aufgebaut? Alter, das sieht ja aus wie eine Autobatterie. Da wird die Spannung nicht in Volt angegeben, sondern in Stacheln. So, okay. Das Ding machen wir jetzt auch aus Gestein. Ja doch, machen wir auch aus Gestein. Wie viel Gestein habe ich dabei? Nicht genug. Wahrscheinlich nicht genug. Das heißt, wir gucken nochmal hier. Wow. Da war. So. Ich wüsste doch gerne, was der Typ an unsere Kisten gemacht hat. Naja. Der wird schon nicht entwendet haben. Weil ich meine, hier auf dem Server kommt man nur rauf, wenn man weiß, dass es den gibt. Heißt also, Griefer dürften hier nicht drauf zu finden sein, sondern alle Leute, die hier on sind, dürften auserlesen sein, so wie ich. Kann aber natürlich sein, dass einer praktisch auch hier drauf ist, weil er es einfach durchprobiert hat, weil jeder, der weiß, dass es diesen Server gibt, kann sich hier drauf connecten und jeder, der ein bisschen rumprobiert und zum Beispiel rein zufällig mal bei der offiziellen Seite hinten einfach statt der 30.000, nein, 31.000 eingegeben hat, um zu gucken, was passiert, ne? Der ist dann auch hier drauf gelandet. Da ist also
Es kann durchaus sein, dass es auch hier drauf tatsächlich geliefert ist. Deswegen, Information für euch da draußen, wenn ihr Server selber einen Server betreiben wollt, wenn ihr einen Server habt, der von außen erreichbar ist und ihr wollt nur, dass eine auserlesene Gruppe praktisch drauf zugreifen kann, dann bringt es nichts, wenn ihr die Sachen, dass der Server praktisch bekannt gegeben wird, dass ihr das deaktiviert, weil das verhindert nur, dass euer Server in der Liste auftaucht. Das bedeutet nicht, dass man nicht drauf zugreifen kann, sondern da wäre es dann wirklich tatsächlich praktisch, einfach ein Standardpasswort zu vergeben. Das kann man in der Config-Datei, ich weiß jetzt nicht, wie der Default-Passwort oder irgendwie sowas heißt das, oder Starter-Passwort, und dann braucht jeder, oder dann hat jedes Benutzerkonto, das hier neu registriert wird, hat automatisch dieses Passwort. Das heißt also, man kann, wenn man sich hier anmeldet, zwar das Passwort dann ändern, aber man braucht halt erstmal das Passwort, um sich hier anzumelden. Sprich also, wer das Passwort nicht kennt, kann auch nicht rein. Ganz einfache Sache. So, jetzt haben wir hier bis... Hey, wo ist noch eine Treppe? Ach ja, scheiße, ist hier unter, die ist hier drunter. Gut, jetzt müssen wir also... Erde. 18 Erde haben wir noch. Das könnte tatsächlich fast reichen für das, was ich jetzt vorhabe. Mann, Alter, boah. Nee, richtig, ich bin gefickt. Absturz. So, manuell. Das hatte ich nämlich vor jetzt hier. Bam. Haben wir nämlich eine Treppe hier rein und eine Treppe nach oben. Ha! Voll geil. So, das Ding kann jetzt weg, das brauchen wir nicht mehr. Und hier kann jetzt das Holz rein. Und dann ist die Etage damit auch endlich mal fertig. Muss ich nur gucken, wie ich hier innerhalb des Hauses natürlich den Treppen verlege, weil man soll natürlich nicht hier außen rum hoch müssen. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn. Ich hoffe mal, das leuchtet jedem ein. Was wir aber brauchen, ist dementsprechend Tropenholz. Wie viel haben wir davon noch? Sieht erstmal gut aus. Ne, sieht nicht gut aus. Ist zu wenig. Fuck, 68 reicht niemals fürs Dach. Fürs Dach brauchen wir. Wir haben eine Stellfläche von 9. Nein. Von, jetzt muss ich überlegen, nein. Von, nein. Von, 13. Wir haben 13. 13 mal. 13? Doch, 13er Breite. Und wir haben eine Spannfläche. Voll modernes Wort. Von, jetzt bin ich raus. Wir haben 4 und dann nochmal 3. Beide Richtung, also 12. 12 mal 13, wie sagen wir denn so großes Dach? Hat da was nicht hin? Bin ich behindert? Bin ich bekloppt? Was habe ich was falsch gemacht? Ne, habe ich nicht. Doch, ist richtig. Genau, wir haben eine Spannfläche von jeweils 2 rüberragend. Heißt also, wir haben eine Spannfläche hier innerhalb des Hauses von 8. Plus nochmal 2 auf beiden Seiten, heißt also 12. Und dann halt in der Länge auch nochmal 13. Also wir haben 12 mal 13 Blöcke. Also 156 Blöcke. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Also so ungefähr 160 Blöcke. Da reichen hier unsere 68 Blöcke in ihrem Leben. Ich meine, klar, wir bekommen zwar, wenn wir das Ganze so machen, etwas mehr. Aber das reicht trotzdem nicht aus. Bei weitem nicht. Das heißt also, der Traum mit dem Ding, so ist erstmal geplatzt. Die Frage ist, was haben wir noch so für Materialien? Ich meine, ich werde hier kein Dach aus dem Ding hier bauen, weil... Wir haben schon die Zwischenböden daraus und das Dach dann auch noch aus dem Material. Das sieht dann auch wieder ein bisschen sehr eintönig aus, finde ich. Ich meine, wenn es nicht, wenn alles andere nichts bringt, dann würde ich es tatsächlich sogar fast so machen. Komm, okay, doch machen wir so. Okay, das Dach selber wird auch aus dem Material.
Das heißt also, wir nehmen jetzt hier bisschen Kack in die Hand. Aber ein bisschen Kack in die Hand. Dann haben wir hier ein bisschen so, aber 160, das sollte denn so ziemlich genau passen. Okay, wo sind sie jetzt? Hallo? Achso. Ach man, jetzt. Boah, scheiß Marmor. Wir brauchten den Scheiß. Diesen Kladderadatsch. Ach ja, wir haben hier unser Replacement Tool gar nicht mehr. Oh oh. Das wird hardcore. Fuck, das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Hä? Hey, kann ich nicht springen? Fuck you. I hate you. Oh Gott, das wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach nein. Ich meinte es. Warum tust du das? Bitte. Erlöse mich von dem Übel. Denn dein ist die. Okay, so geht jetzt. Oh Gott, das wird nichts. Kann ich vergessen, außer in die Flito. Wir haben kein Dach. Das Dach hier reicht aus. Das ist ein wunderschönes Dach in Flachbautechnik. Das hat aber schon im 13. Jahrhundert. Das ist voll modern. Fuck, wir haben ein Problem. Was mache ich denn jetzt? Ich will mein Replacement Tool haben. Gibt es hier echt kein Replacement Tool? Wie. Lalala. Nein, gibt es nicht. Ah, hier siehst du? Hier oben auch schon wieder. Oh, hallo? Da oben. Da. Überall diese ganzen Nachrichten, überall werden irgendwelche Texturen nicht gefunden, ey. Und schon fängt das Ding wieder an zu stockern. Oh Gott. Ja. Mein Log unten spammt auch schon wieder voll. Textur hier, Textur da, Textur überall. Wenigstens werden hier nur die echten Fehler angezeigt. Die anderen Sachen sind ja meistens nur irgendwelche Warnungen. Ist das behindert. Aber Hauptsache, es blinkt. Okay. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier oben und haben das Problem, dass wir nicht wissen. Ne? Was habe ich das hier bitte aktiviert? Okay. Ja, wir haben tatsächlich das Problem. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt das Dach bauen sollen. Wieso klappt das nicht mehr? Das hat doch früher mal funktioniert mit dem mit dem Dach hier ransetzen. Och. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Ah, wow, ich muss hier unten noch. Okay. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Ach, ich hasse alles. Ich hasse das ganze Spiel. Ich werde es deinstallieren. Komplett. Mytes AD. Alle meine Let's Plays abbrechen. Und mich in Gronkh umbenennen. Mache ich Minecraft Let's Plays. Fuck. You. Es wird schon wieder dunkel. Wir sehen auch so schon so wenig. Und jetzt sehen wir noch weniger. Danke dafür, Merkel. Okay, das Schöne ist, es ist immer nur die erste Reihe, die so schlimm ist. Weil sobald die hinter uns ist, können wir denn uns auf der herumlaufen. Ich fick mich alle. Ignoriert, was ich gerade gesagt habe, es ist ein Albtraum. Es ist so fucking dunkel, ich sehe gar nichts mehr. Wow! Speicherzugriffsfehler. Ja, seht ihr hier? Badam. Ganze Log voll gespammt. Ach du Kacke, Alter. Oh Gott. Ja, und das ist wie gesagt der Grund, weswegen das Ding halt so extrem stockert, weil der natürlich andauernd falsche Dummy-Texturen hier ja, erstellt. Also irgendwas haut er nicht so ganz hin. Was auch immer. Man mag es. Ich mache besser, ich werde jetzt mal Pause. Man mag es nicht zu magen, mögen Magen. Magen. Mein Magen hat sich gemocht. Ja, in dem Sinne, das war es erstmal die vorletzte. Dann sehen wir uns dann zur letzten Folge dann wieder. Schau mit V.